den Steam schon länger beenden sollen. Ich werde für jede Personenbatterie hier eine Kugel in einen dieser Schlager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Ah. Zerquetsch die Drags. Dieser Kult muss brennen, bevor er die Zeit hat, weiterzuwachsen. Sie stehen auf, ich leg sie um. Na, fantastisch. Kann man da irgendwas machen? Ja, na los, testet euren Glauben und konzentriert euch. Ich kann mich hier nicht. Wenige weiter, Bruder Rocket. Ich kann mich hier nicht auf andere Sachen konzentrieren wie hier. Tür, die können wir aber nicht öffnen. Ja, gut. Sind zufrieden. Scheißdreck. In dem Chaos noch die Lösung finden. Ich werde für jede Person Batterie eine Kugel in einen dieser Flager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab erstmal eine Lösung finden. Gibt's keine. Jetzt sprichst du meine Sprache weg. Wie zum Fick. Wenige weiter, Bruder Rocket. Wir müssen einfach nur wieder uns durchkämpfen und eine Weile warten. Was ist meine Aufgabe? Ich werde für jede Person Batterie hier eine Kugel in einen dieser Flager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Eure verlorenen Zucker raus! Ja, nein! Ich pumpe sie einfach von hier drüben, voller Ton! Versuchen wir erstmal zu kämpfen. Dann bist du ja so viele. Und diese Zombies, die immer wieder aufstehen. Ich brauche diesen Weg zur Stelle! Zeig, was deine Ente drauf haben! Andere sind Kratze! Ich bin am Arsch. Testet euren Glauben gegen konzentrierten Schnellfeuertod. Ihr Glaube ist ungebrochen. Alles für den Flex. Zerstören! Das ist Ihr eigentliches Ziel. Erzwungene Indoktrination der gesamten Galaxie? Glaubt wohl die Lügen, die ihr erschaffen. Eine gefährliche Eigenschaft. Ja. Lass sie weg, Rocket! Dafür ist keine Zeit. Schalt sie einfach aus. Danke, Tiger. Danke, ein verlorener weniger. Leute, Gruppe bilden. Heilige Scheiße. Wir räumen da draußen groß auf, Quill. Siehst du ihren Gesichtsausdruck, wenn ich von oben herabstoße und sie in Streifen schneide? Oder den, wenn sie erkennen, dass Groot sie in einen Bogen eingespannt hat. Ja, hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es macht Spaß, mit euch zu kämpfen. Ich höre euch und was auch geschieht, es gibt keinen Rückzug. Niemand hat was von Rückzug gesagt, Peter Quill. Exakt, wir sind die Wächter, wir leben für den Kampf. Draußen auf dem Feld die Beute jagen, ums Überleben kämpfen. Ist das nicht genau das, was wir am besten können? Wer ist dabei? Hat irgendjemand diese Ansprache verstanden?
Er singt letzte Diese Fanatiker Bestellung. Verstehen nur Gewalt! Das ist dein Ende! Mach den Blut mit ihm! Cosmo muss davon erfahren! Es ist viel schlimmer als wir dachten! Nicht nur Cosmo, alle müssen es wissen! Glauben die wirklich, sie können ihre Lügen allen da draußen aufzwingen? Haben sie denn gar nichts aus dem galaktischen Krieg gelernt? So viele wie möglich werden konvertiert, der Rest wird eliminiert. Dann werden alle zurückgebracht und müssen. Ich frag mich, ob wir wohl in diesen Entsaftern gelandet werden. Das ist kein ordentlicher Tod. Was jetzt, Peter? Warte, Schmerz! Wir reißen eure verlogenen Zungen heraus! Okay, so weit müssen wir vielleicht nicht gehen. Glaubt euren Dingern, ihr Vogelhage, ihr Flachnasen! Glaube hält meine Klinge nicht auf! Wieder einen Irren geknackt! Jetzt sowas geschafft haben. Mann, das war ein gutes Gefühl! Mal sehen, wo wir sind. Sind jetzt tot. Puh. Betrieb ein Checkpoint. Ja! Das ist es, ganz sicher. Eine Funkzentrale. Endlich. Kannst du da was machen? Haben wir erwogen, nach oben zu gehen? Wir könnten auch nach unten gehen. Wie denn? Wo? Oh. Womöglich sollten wir reingehen, bevor der Sturm hier ist. Okay, also hilf einfach nicht. Ja. Wir müssen einen Weg rausfinden, bevor das hier zu unserem Grab wird. Ich kenne schlimmere Gräber. Dann stirb doch hier, wenn du willst. Ich aber nicht. Wahrscheinlich werden unsere Leichen einfach verbrannt. Leichengestank aus der Lüftung zu kriegen, ist nämlich ein Haufen Arbeit. Ich sterbe hier auch nicht. Rocket, wirke deine Magie. Ja, überlass das mir. Das hat hier gedauert. Das muss das Funkrelais sein. Unser Ticket hier raus. Und wie lange wird das dauern? Ich brauche deine Hilfe. Sicher. Okay, bleib einfach da stehen. Okay. Perfekt. Warum tun wir so, als hätten wir das in der Zeremonienkammer nicht gesehen? Weil das Versprechen eine fiese Lüge ist. Warum bist du so sicher? Weil ich daran glauben wollte, aber ich wusste, sobald ich aufwache, wird alles weg sein. Was hast du gesehen? Ich bin nur. Ich sah meine Mom. Sie lebte. Aber da war noch was anderes. Ein Schatten. Ja, genau. Was es auch ist, es benutzt das Mädchen. Wahrscheinlich mit einer ganz eigenen Lüge. Wegen Corell. Ich weiß jetzt. Mistfuck! Was? Das war volle Absicht. Die Milano ist auf dem Weg. Danke, Kumpel. Okay. Weg hier, bevor die Glaubensbrigade merkt, was wir getan haben. Wo soll denn die Milano andocken? Niedlich, dass du das Wort andocken benutzt. Sie hat keine Hangarfreigabe, also müssen wir kreativ werden. Okay, aber übertreib's nicht. Genau das werden wir tun. Ich habe einen Treffpunkt in der Nähe der Hülle gefunden. Moment, was? Peter, da ist eine Werkbank, die wir benutzen können. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ziehen wir es durch. In Ordnung.
Okay, du bezahlst mir nicht genug, Quill. Und jetzt nichts wie weg hier, solange wir noch können. Ich hasse diesen Mist. Ja. Wir müssen hier durch, aber die blöde Glaubenstektür hat keinen Saft. Und wo nehmen wir den her? Wir müssen was finden, was mit diesem Stromport kompatibel ist. Ich könnte ihr einen Stromstoß verpassen. Sie läuft mit Glauben. Wenn deine Knarren keinen Glaubenssaft pusten... Ich habe hier einen faulen Todesbot. Vielleicht ist in seiner Batterie noch was drin. Versuchen wir es. Okay. Wow, wow, wow. Nicht cool. Weißt du, was du da tust? Na klar. Batterie im Batteriefach, oder? Wird das funktionieren? Finden wir es raus. Schließ sie an. Das sieht gut aus. Kann mal jemand den Zerstörer holen? Drax, kommst du, Mann? Drax? Hallo? Hey, Drax. Was ist los? Ich habe den Eindruck, dass das alles lediglich ein sehr langer Traum ist. Ist es nicht. Versprochen. Aber wir müssen gehen. In Ordnung. Kommst du? Auf. Was ist das? Ich bin Groot. Ja, das ist wirklich unheimlich. Ich habe noch nie gehört, dass ein Schiff so ein Geräusch macht. Nicht mal bei den Chitauri. Ist das Gesang? Eher ein entfernter Sprechchor. Was es auch ist, es sind viele Leute. Ach du Scheiße. Wir müssen hier entlang. Wir müssen vorrücken, sonst verpasst... Wir müssen auch mal Glück haben. Wenn du deiner eigenen Mom ins Gesicht geschossen hast, kannst doch eigentlich nur aufwärts gehen, oder? Peter, du weißt, dass nichts davon real war. Flag, was immer das ist, es ist echt nah dran. Ach du heiliger Scheiße. Das ist... Flock. Das müssen Millionen sein. Mindestens. Ja, und wie sollen wir ihm helfen? Wir müssen dafür sorgen, unser eigenes Fell von dieser Todesfalle runterzukriegen. Wir überleben. Und sorgen dafür, dass Cosmo alles über diesen Albtraum erfährt. Er wird wissen, was zu tun ist. Die Kirche will uns holen. Flock. Könnt ihr diese Barke übernehmen? Wahrscheinlich. Wird aber ein ätzender Hack. Entsichern, Leute! Ich bin überrascht, dass deine Waffe überhaupt eine Sicherung hat. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Das bringt nichts, genau wie bei Rakers Schild. Pass, Drax! Finde sie weg! Lass ihre Knochen brechen! Bring mich in Reichweite, dann zerlege ich die Rocket! Tief durchatmen, Gamora, wir kriegen das hin! Versuch einfach nicht so groß zu sein! Ich bring uns hier raus! Misthaufen. Wer hat dieses Ding programmiert? Die universelle Kirche der Wache! Können wir den Schild wieder hochbauen? Sie können ihn nur wieder ausschalten! Na komm. Hier ist Macht! Seine Untertreibung! Zeig ihn! Die nächste Runde geht auf mich! Nicht sehr! Peter Quill, entfessle mich gegen die Blinde! Nein! Sein Glaube konnte ihn nicht vor dem Tod retten! Mach's jetzt mal! Sei nicht traurig! Lass ihn weiter ihre Mistlichter aus! Geklärt mit dem Schwert! Davor hat der Glaube sie nicht beschützt! Gamoras erstes Gebot! Du sollst zustechen! Okay, mal sehen, was wir mit diesem Mist anfangen können. Komm schon, komm schon. Bist du sicher, dass du auch? Wenn eine kleine Glaubensbatterie einen Roboter antreiben kann, dann können sie mit der Menge hier... ganze Planeten erobern. Und selbst das ist noch Kleinkram. Habt ihr das gehört? Was denn? Da war ein... Alles in Ordnung. Das prallt alles von dem Schild ab. Aha. Was zum Flak?
Schild unten! Verdammt! Kopf runter! Ich mach das! Ah, mach ich das? Sie haben alle Baten! Wir müssen nur eine angedockte finden! Wir waren zuerst hier! Haut ab! Sie kommen näher! Flak, das Ding schmiert ab! Wir müssen diesen Schrotthaufen schnell docken! Hier ran. Sie wollen uns ablenken, damit wir hier kommen können! Wir brauchen eine neue Barke ohne Löcher! Ach, Scheiße! Hey, ihr Vögel! Stellt euch mal ganz nah zusammen! Wie ein heißes Messer! In dem da tobt eine unnatürliche Stärke! Naja, also, für mich wird er damit zum Ziel! Na komm, ich bin eine Schimmel. Dieser Typ spürt das fast gar nicht. Begrüße den Tod. Du schuldest mir was, Quirr. Ich hab dich für erledigt, Gott. Sieht jemand einen Weg hier raus? Ja, schwer zu sagen, da bewegt sich zu viel. So, hier. Das ist die anderen. Idiot! Oh nein, ich bin mit drauf gegangen. Kacktrick. Sie wollen uns festnageln! Ihr Fehler! Hey, ihr Vögel! Stellt euch mal ganz nah zusammen! Zeig deine Wurzeln! Na komm. Ablenken, damit noch mehr kommen können! Es funktioniert! Sie lenken mich wirklich ab! Zeig uns dein Schwert! Er verstärkt sein Schwert! Der Tod ist da! Lass die noch schalten, die anderen. Warum bekämpfen die uns? Weil sie ein Lehrer zu viel. Schlitz sie auf! Irgendwelche letzten Worte! Oha. Hinter mir. Schleiß sie zusammen, Group! Sie kriechen aus dem Gehölz! Aus der Glaubensweg! Sei kein leichtes Ziel! Bin ich aber. Schleiß sie auseinander! Stirb! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu finden, Peter Quill! Vielen Dank für die Hilfe, Großer! Ach du Scheiße. Mir geht's echt schlecht. Ganz gleich wieder vorbei. Vorsichtig, Kumpel! Sie haben Heimvorteil! Aufschnitt! Ich dachte schon, du fragst nie! Was ist das alles? Ein Ort, um Glauben zu lagern! Bereit! Alter Schwede! Verschaff uns Zeit, Groot! Und das nie. Wir können nicht hierbleiben! Sag das denen! Stell dich! Unser Verdruss mit dir ist jetzt vorbei und hold. Mach Aufschnitt aus, schalte sie schnell aus. Wir müssen runter von diesem Ding. Wir wollen uns hier festsetzen. Spar dir deine netten Worte für später, Quill. Alter Schwede. Nein. Warum bekämpft man sie einfach so? Du solltest dich darum kümmern, Peter. Ich kümmere mich. Sie kommen von allen Seiten! Bleib in Bewegung! Lass dich nicht umzingeln! Weiter geht's, Tiger! Ich bin nicht daran gewöhnt, verwundbar zu sein! Ich werde immer... Ach, du Scheißdreck! Und war schon soweit. Werden Sie bezahlt! In Kampfstellung!
Der Groß ist nicht mehr da, oder? Warum bekämpfen sie uns? Weil sie ein leerer Weltraum sind? Das ist ein bisschen Fortschritt. Sie kommen näher! Ich hab nur versucht, ihn aufzuwecken! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Groß, kämpfe sie auf! Was na, komm. Ist das alles? Ein Ort, um Glauben zu lassen! Keine Gnade! Leute! Erspannt! Ich bin jetzt rein! Zeit für den letzten Schlag! Haltet euch schnell auf! Wir müssen runter von diesem Ding! Sie wollen uns hier festsetzen! Ach, hier geht's weiter. Fantastisch. Wir waren zuerst hier! Haut ab! Die wollen nicht teilen! Jetzt schlägt Greg Ting! Mach dich bereit und holt! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Dafür werden sie bezahlen! Zeit für den Griechen aus dem Gehöft! Aus der Glaubenspeck! Hab noch nie Gegner gesehen, die so gern sterben wollten! Wir müssen eine andere Barke klauen! Findet eine Leute, schnell! Wow. Die da gehört uns! Kommt schon! Auf geht's. Das nimmt gar kein Ende. Rocket, kannst du sie abhängen? Wie denn? Wir haben die gleiche Marke. Mist, der Schild ist hinüber. Du musst sie von uns fernhalten. Sag mir wie. Was ist das alles? Ein Ort, um Glauben zu lagern. Sie sind getroffen! Wie schlimm ist es? Echt schlimm! Ich muss sie landen! Nicht schon wieder. Wo kommen wir jetzt hier? Weil sie ein leerer Weltraumkult sind? Ach du Heiliger! Sie kommen näher! Und sie werden es bereuen! Das Schrotthaufen! Nicht gut! Mach uns kampfbereit! Wir sollten zu schwerem Gerät wechseln! In Stücke geschnitten! Mach sie fertig, Crash! Stirb ehrenvoll! Die Kirche des Schmerzes hält eine Messer an, ihr Mistlöcher! Diese Freaks sind ganz scharf auf Erleuchtung! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock schießen! Muskelkopf hat Schwierigkeiten! Na komm. Wir müssen mehr Druck machen. Zeig ihm deine Kraft. Hand und zieh, Groot. Ich bin Groot. Mach's alle. Oh, hoffentlich hat sich das so schlimm angefühlt, wie es aussah. Jetzt haben die mal so viel Leben. Sie haben Heimvorteil. Dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Er ist so ehrwürdig wie groß. Wir müssen ihn zerstören. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Frank, schaltet sie schnell auf. Wir müssen runter von diesem Ding. Das würde ich, wenn diese Mistnasen aufhören würden, zurückzuschlagen. Könnt ihr sie fest, Bruce? Der Kerl frisst die Munition einfach. Na komm. Der Groß ist weg. Hackfleisch! Gemobbt ist das alles! Sieht aus wie ein Treibstoffdepot für die Barken. Durchgeknallte Ehre verdienen. Pulverisier sie! Trotz deinen Chakra! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Dafür werden sie bezahlen! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket! Ich
Sie kommen von allen Seiten! Hab noch nie Gegner gesehen, die so gern sterben wollten. Na komm. Beschäftige sie, du! Warum bekämpfen die uns? Weil sie ein irrer Weltraumkult sind? Wieder ein Kultist bezwungen! Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus! Das war nicht schlecht. Nur für Gamora, Traumwelle. Hier ist noch eine Barke! Willst du etwa nochmal auf so eine Todesfalle steigen? Willst du lieber auf der hier bleiben? Du hast recht! Uff. Wie viele Wellen müssen wir hier noch aushalten? Wir sind uns einig, dass das hier wohl das Flaggschiff der Kirche ist. Wo ist der Schild? Ich weiß nicht! Er funktioniert nicht! Wir müssen es ohne schaffen! Sie sind wieder an uns dran! Ja. Wir sollen nicht mehr hier sein, wenn ihre Verstärkung kommt! Frog, diese Typen sind echt stur! Springt. Schaltet sie schnell aus! Wir müssen runter von diesem Ding! Sie wollen uns hier festsetzen! Das Ding bricht auseinander! Komm schon, wir sind fast da! Werden wir es schaffen? Nein! Holt euch was von Rockets Evangelium! Richtige! Aha. Sie haben alle Barken! Wir müssen nur eine angedockte finden! Ah, nicht schon wieder. Ich glaube, wir haben alle geschrottet. Mehr oder weniger. Moment. Spürt ihr das? Nein. Die Vibrationen sind hier anders. Wir nähern uns dem Rand des Schiffes und unserem Weg hier aus. Das kannst du spüren? Hallo, Schnurrhaare? Hört auf sie, Großer! Na komm. Räucher sie auf, Rocket! Sei vorsichtig! Heiz ihn ein! Spüre deinen Zorn! So genau. Na komm. Da steht doch mein Name drauf. Fantastisch. Unfassbar. So, jetzt weiter. Gegner in unsere Richtung. Drax, erledige sie! Ja, mach Gott! Hör zu ihnen, Drax! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Unglaublich, dass sie einfach abgehauen ist! Sie weiß, was sie tut! Hoffe ich! Wegen dieser Typen kommen wir noch zu spät zu unserem Weg. Erschieß sie schneller! Was zur? Der Coach dopt seine Teammitglieder! Dann steck ihn in einen Schlafsack! Wo ist die Abtäterin? Sie wird uns einholen! Hoffe ich! Halt sie auf! Schild einbrechen! Verpasst ihr etwas Zeit! Was soll das bringen? Leute, na komm.
Ich kämpfe nicht länger an deiner Seite, Naga. Deine Kampffähigkeiten sind schlappig. Meine Kampffähigkeiten? Du hast die Subtilität eines hirntoten Rambocks. Sag ein Wort, Peter Quill, und ich zerreiße diese Unholde in Stücke. Halt, 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 Leute! Ständig werft ihr mit Beleidigungen um euch. Sind wir ein Team oder werfen wir einfach das Leben der anderen weg? Denn im Moment zählt nur, dass wir sie gemeinsam besiegen. Wer ist dabei? Sterbt, Unholde! Zerlegt! Ja. Sekunde. Wo ist die Affenzeche? Sie wird uns einholen! Hoffe ich. Vorsicht, wechselt er damit. Ja, also für mich wird er damit zum Ziel. Wir müssen durch diese Typen durch. In Ordnung. Na komm. Er ist verwundbar. Ich bin dein Ende. Wow, und dann schubst. Mir ist immer noch schwindelig, seit Quills Abkömmling in meinem Gehirn rumgepanscht hat. Ich bin gut. Woher weißt du, wie sich ein Kater anfühlt? Ich bin gut. Fühlt man sein Hirn lang. Es gibt Wurzelwein von Planet X und wir haben nie einen getrunken. Wir müssen schleunigst hier weg und das ändern. Ich bin gut. Ja, was passiert, wenn Gamora uns nicht einholt? Sobald sie merken, dass wir auf der Milano sind, werden sie alles auffahren, was sie haben. Ich lass Howard nicht noch einmal zurück. Howard? Du meinst Gamora? Ja, natürlich.